Schülerforschungszentrum Friedrichshafen. We want to give you this title. Alle Gas, in eure Gasrad und dann fahren wir alle eine Runde Lachmotorrad. Ha. Hallo. Grinch. Twente seems to have some problems with their battery. Warum habt ihr Reifen gewechselt? Da Photon ziemlich stark abgefahren war. Das hatten wir schon eingeschätzt, aber es war schon weiter als gedacht. Deshalb hat er tatsächlich komplett Luft gelassen, war komplett platt. Aber wir haben ihn schnell gewechselt, hat alles mäßig bis sehr gut geklappt und Photon fährt jetzt wieder. Twente geht zum Laden. Los geht's, Leute! And I just had my first stint. For 2 hours, it went really great. Only in the last lap, we got a flat tire,
So we came into the box and we had our first tire change. It went pretty smoothly, and then I just got out of the car. First charging stop of Covestro Photon. We just rolled in, plugged in our EA Vice charger, and now we're charging the battery. We don't know how long it will take, so we as the battery crew get a call from the strategy department, and then we know that we have to stop charging. Then we get back on the track as fast as possible to continue the race. Ja, also unser Fahrer Jan hat uns gerade über Funk erzählt, dass sich vor ihm direkt in der Kurve 8-9 ein anderes Solarcar überschlagen hat. Das Abschleppfahrzeug ist sehr schnell dahin gefahren, der Krankenwagen direkt hinterher. Und so richtig wissen wir gerade noch nicht, was passiert ist, aber wir hoffen natürlich, dass es dem Fahrer gut geht. Krankenwagen steht wieder auf seiner Startposition, also scheinbar ist alles nicht super schlimm gewesen. Alex findet gleich raus. Ja, ich kann doch gleich ein Essen, geht jetzt noch die letzten 5 Stunden. Gleich steht noch ein Reifen- und Fahrerwechsel an. Das heißt, es geht in die letzten beiden Stints. Wir hatten wirklich die ganze Nacht gar keine Probleme. Das heißt, richtig gut. Wir sind sehr zufrieden mit der Platzierung 2 und 3. Und leider hatten gerade der 4. Platz, das Team aus der Schweiz, einen Unfall. Wir sind uns nicht sicher, was passiert ist. Aber sie können gerade leider nicht weiterfahren. Also mal schauen. Victoria fährt gerade. Was sie nicht weiß, ist, dass ein Top-Touch gerade die schnellste Hotlap hingelegt hat. Das heißt, obwohl wir mehr Runden haben, sind wir jetzt nur noch 4. und Top-Touch 3. wegen dem Punktesystem des Rennens. Was Victoria jetzt machen muss, ist mindestens die drittschnellste Zeit zu fahren. Und wir versuchen ihr jetzt über Funk beizubringen, dass sie nach eigenem Ermessen schnell fahren soll. Unser Vertrauen ist hoch. Victoria fährt das super solid. Wir freuen uns. Ich bin mal sehr gespannt, wie das wird. Wie schnell bist du eben gefahren? Was war deine Rundenzeit? 3 Minuten 21 Sekunden. Und jetzt sind wir auf Platz 3. Let's go! Zweitschnellste Hotlap. Okay, before we all go to the finish line, I have one last vote I want to make. This year there is going to be a national title given by the EC. I don't know, but I suppose we're going to be German champions. Let's go. However, as I think we have an amazing scoring overall, I would suggest to ask the officials if we can give it to the Schüler team, because I think they did an amazing job. But it is not my decision, it is all of us. So can everyone who is okay with it put your hand up? Okay. Nice decision. Okay. Okay.
Yum. And the national champion, Germany, number 7, Solovaga Aachen. Thank you very much. This is a great honor. However, we feel there's a very special team here from Germany and we want to give you this title. So, Schülerforschungszentrum Friedrichshafen, we want to give you this title. Thanks for all the help from all the teams. We've gathered like even tape or windshields, everything. Thank you guys. For 70 Solovaga Aachen. Yeah, taking a little bit of our spirit but putting something new in as well. Hats off to you and congratulations. Then second, also in the challenger class, number 7, also Solovaga Aachen. We started half a year ago with a crash car from Australia. Recruited a new team, Team 2025, and brought a lot of motivation into it, and this is where we stand today, and brought Covestro Adeli back on the road. Team 23, I hope we make you proud, and yeah, today we stand here already looking back on 9 years of Team Sonnenwagen Aachen, and bringing 2 solar cars onto the podium. We are... Congratulations.